Mr. Allenson den Jungen oder dessen Eltern oder einen seiner Verwandten oder Lehrer vorher gekannt hatte. Aus reiner Freundlichkeit hat er sich seiner angenommen, wird der Junge 70, 80 Jahre später hervorheben aus Menschenliebe. Obwohl Großvater politisch immer Nationalist war, glühender Anhänger Dr. Mossadeghs, der den Briten den Kampf ansagte, indem er die Anglo-Persian Oil Company verstaatlichte und auch als Greis gegen den Schah vor allem deshalb demonstrierte, damit die Vorherrschaft Amerikas ein Ende fand, ist mir als Kind schon aufgefallen, mit welcher Verehrung er vom Westen sprach, speziell von Europa, im Fatis natürlich von Frankreich, der Kulturnation, die anders als die Briten, Amerikaner und Russen Iran in Frieden gelassen hatte, wobei er wie selbstverständlich unterschied zwischen den Staaten und den Menschen. Auch am Respekt für die armenische Kirche in Julfa und die ausländischen Priester, Nonnen, Missionare, die Krankenhäuser und Schulen errichteten, wurde in seinem Haus nie gerüttelt. Es war etwas Kosmopolitisches an ihm, das Bewusstsein, um es simpel auszudrücken, dass es überall solche und solche gibt. Wenn wir etwas von diesem Bewusstsein haben, wenn ich es habe, dann nicht oder nicht nur, weil wir um die Welt gereist oder von Kant und Kapital aufgeklärt worden sind. Es hat auch andere ferne Ursprünge, eine lange Geschichte, die ich gerade lese. Es verdankt sich meinem Großvater, der mit der Kutsche von Isfahan nach Teheran fuhr, verdankt sich meinem Urgroßvater, diesem Menschen auf dem Foto, das ich mit ins Büro genommen, wo es neben dem Schreibtisch hängt, dem Mann in der Mitte mit Turban und Zahnlücke im lachenden Gesicht, der den Jungen zum Lernen an die amerikanische Schule schickte, obwohl ihm am Abschied genauso zum Weinen war wie ein anderer. Und bei ihm kam die Frage hinzu, ob er für seinen Sohn die richtige Entscheidung getroffen hatte. Verdankt sich Mr. Allenson, dessen Freundlichkeit den Jungen lebenslang davor bewahrte, einem Menschen den Feind zu sehen, nur weil dessen Staat sich feindlich verhält. Goethe hatte ja ein sehr schwärmerisches Bild von Orient. Und ein Punkt, wo ich etwas widersprechen würde, aber das führt dann vielleicht zu weit, um es auszuführen. Ich glaube, Goethe hat schon sehr, sehr genau um die religiösen Schwingungen bei Hafiz und Rumi gespürt und hat sie in seinen eigenen Gedichten auch übertragen. Aber interessant ist ja, dass Goethe dieses und auch Rückert und Heine und all die dieses positive Bild vom Orient, dieses schwärmerische Bild vom Orient hatten zu einer Zeit, als sie kaum Kontakt hatten. Es war sozusagen als der Orient fern war. Und ich glaube, das führt uns zu einer ganz interessanten Beobachtung. Wir glauben immer, die Konflikte entstehen, wo Verschiedenheiten da sind, wo man sich fremd ist, wo Feindbilder entstehen können. Ich glaube, ganz häufig ist es genau umgekehrt. Das, was ich beschrieben habe, oder was wir beide beschreiben, Verschlungenheiten, an Uneindeutigkeiten, auch zwischen Ost und Okzident, zwischen Überläufen, ich glaube, die Konflikte entstehen gerade dort. Und nicht dort, wo man sich ohnehin nichts miteinander zu tun hat. Sie entstehen dort, wo Welten zueinander kommen. Ich habe ja jetzt meinen Leitfaden für den Abend gefunden mit der Recherche, war es nicht geplant, aber nehmen wir die Figur des Albert Bloch in der Recherche. Das ist ja gerade der moderne Antisemitismus entsteht zu einer Zeit, wo die meisten Juden, jedenfalls in den Städten, in Deutschland, in Frankreich, sich assimiliert haben. Albert Bloch ist derjenige in der Recherche, der am französischsten ist, der sozusagen am gekünstelsten spricht, der die Tradition am besten kennt, die französische Tradition, der immer besonders gut sein will als Franzose. Und genau der ist derjenige, der genau diesen Antisemitismus sozusagen mitbekommt, der entsteht genau in dieser Zeit. Und wir, genau zu der Zeit sozusagen, wo die Kulturen sich eigentlich gesellschaftlich näher kommen, muss man die Unterschiede betonen. Hält sich fest an den Unterschieden, die man irgendwie noch auffinden kann, gerade weil der andere bedrohlich nahe gekommen ist. Und auch heute sehen wir doch, dass der Islam, vor 20 Jahren sprach noch niemand über den Islam, da sprachen von Türken, von Arabern, von was weiß ich. Plötzlich ist jeder Vergewaltiger und jeder auch Landtagspräsident, gerade in Stuttgart, gewählt. Plötzlich ist er ein muslimischer Landtagspräsident oder in London ein muslimischer Bürgermeister, also nicht nur im Negativen bei den Vergewaltigern, sondern auch im Positiven wird immer gesagt, ein muslimischer. Das war vor 10 Jahren, spielte es noch keine Rolle. Warum? Weil wir sagen, weil diese Welten einfach nicht mehr so sozusagen zu trennen sind. Wir spüren das, also halten wir uns an bestimmten Unterschieden fest. Und wir versuchen sozusagen, diese
die Selbstmordattentäter aus unseren eigenen Vierteln, aus den Banlieues, aus diesen, die ja doch ihrem ganzen Wesen nach westlich sind. Sie sind hier sozialisiert worden, sie sprechen kein Arabisch, sie wachsen mit westlicher Popkultur oder Rapkultur auf. Sagen, sie sind im ganzen Wesen nach, sind es Menschen von uns. Es wäre ja einfach, wenn wir sagen könnten, sie kommen aus irgendwelchen afghanischen, dann könnte man sie ja sozusagen mit Bomben vielleicht bekämpfen, aber sie sind Teil unserer Gesellschaft. Und das macht es ja nicht einfacher, das macht es schwieriger. Das heißt, diese Diagnose, die wir, glaube ich, beide sehr ähnlich stellen, ist es keine Diagnose, die jetzt Dinge verharmlost, sondern die erst die Komplexität und dann die Schwierigkeit auch von Konflikten erkennbar macht. Denn was machen wir denn jetzt mit dieser Wirklichkeit, die so übereinander gehäuft und schwierig ist? Wo sagen, es wäre ja einfach, wenn man sagen könnte, die sollen alle weg. Aber wenn sie Teil unserer Wirklichkeit sind und es die Konflikte gibt und die Gewalt gibt, dann macht es ja Lösungen noch umso schwieriger. Wir können ja nicht anbieten zu sagen, ja, wenn alle jetzt Goethe lesen oder wenn alle sich beschäftigen mit Literatur, dann sind morgen die Probleme weg, sondern die Probleme sind ja vorhanden. Es sind Probleme sozialer, teilweise auch religiöser Art und sie werden uns in 5 oder 10 Jahren noch beschäftigen. Aber es sind unsere eigenen Probleme und die sind nicht aufzulösen in Kategorien wie Ost und West. Der Niedergang Europas, wann hat er begonnen? Da hat er ja nicht begonnen in der Finanzkrise, sondern das politische Projekt ist ja schon lange vorher, indem es reduziert worden ist auf die Ökonomie. Und die geistige Idee Europas, die hat er schon lange vorher an Kraft verloren. Wenn man ein Europäer ist im Geiste, dann lässt man sich nicht von Mubarak in den Urlaub einladen. Man macht Geschäfte mit ihm, meinetwegen, oder man kooperiert mit ihm, aber diese Art von Berlusconi, die Hand von Gaddafi zu küssen, diese Art da ist wirklich schon Jahre vorher die Idee Europas auf den Hut gekommen. Nehmen Sie meinen Großvater, nehmen Sie Hidayat. Diese Menschen, für die war Europa eine Idee. Es war kein Kontinent, es war eine Idee von Gleichheit, von Gerechtigkeit, von Partizipation. Dieser Großvater kam nach Europa und er sah die Republik. Er sah Frankreich. Er sagte, ich bin hier, werde als Nicht-Christ, werde ich gleich behandelt. Die Tochter, ein ganz kleines Beispiel nur, meine Cousine, die Enkelin von diesem Großvater, die behindert war, wurde hier in einem christlichen Behindertenheim versorgt. Und zwar, als ob sie eine Deutsche wäre, als ob sie eine Deutsche wäre. Das war für ihn Europa. Dass es diese nationalen Unterschiede nicht gibt, dass sie ein Mensch ist. Und wenn man schaut, die Gründungsgeschichte der Europäischen Union, die hat ja nicht Anfang, Ende der 40er Jahre begonnen, das ist eine Idee des 19. Jahrhunderts. Sie hat begonnen gegen den anwachsenden Nationalismus. Deshalb waren Juden so stark in der jüdischen, oder es waren Exilanten, Heine, Leute, die gerade nicht aufgingen in dieser Volksgemeinschaft. Weil diese Volksgemeinschaft sprach ja auch für Freiheit, aber sie meinte immer nur die eigene Freiheit, die Freiheit der ethnisch definierten Gruppe. Und dann fielen die Juden, die Randständigen, die Künstler, Intellektuellen fielen raus. Und deshalb hatten sie immer diese Idee eines Europas, das gegen diese Idee einer Volksgemeinschaft da ist. Und durch den Krieg, den Zweiten Weltkrieg, wurde diese naive, romantische, intellektuelle Idee durch Visionäre, wurde sie ermöglicht, weil man gesehen hat, dieser Nationalismus hat Europa in Trümmern gelegt. Und es war dieses Momentum, dass kluge Politiker genutzt haben, um diese europäische Idee verwirklichen zu können. Aber wenn man die Schriften liest von diesen Politikern, von Jean Monnet, wirklich sehr interessant, da ging es der Kohl und Stahl zusammen, der ganz praktisch gedacht hat, aber es ging immer um die universale Idee der Aufklärung. Es war niemals, Europa war nie begrenzt geografisch, und es war die Idee einer besseren Welt, so pathetisch. So pathetisch dachte Jean Monnet. Er sprach damals schon von Afrika, von der gerechteren Welt wie Afrika auch. 49, 50. Das heißt, Europa war eine Idee und nicht eine Zweckgemeinschaft, in der es darum ging, möglichst günstig wirtschaften zu können, einen gemeinsamen Markt zu haben. All das war das Vehikel, um diese Idee der Gerechtigkeit, der Egalität, der Brüderlichkeit voranzutreiben. Aber wenn dann Europa reduziert wird,
auf eine bloße Wirtschaftsgemeinschaft. Denn wenn gesagt wird, wenn der Euro fällt, wenn der Euro scheitert, dann scheitert Europa, wie es Bundeskanzlerin Merkel gesagt hat. Dann reduziert man das europäische Projekt auf die Idee einer Zwecksgemeinschaft. Und dann beginnt man zu rechnen. Dann beginnt man, naja, aber wenn die Griechen so viel Geld kosten, das lohnt sich doch bei uns gar nicht. Also wenn man Europa reduziert auf die Idee einer Zweckgemeinschaft, dann wird es immer jemanden geben, für den sich Europa gerade nicht rechnet. Aber wenn ich heute in Schulen lese, die sind so empathisch, die jungen Menschen, in Bezug auf Flüchtlinge. Da gibt es bestimmt Jugendliche, die auch gegen Flüchtlinge sind. Aber die Stimmung ist so, dass sie sich nicht trauen, etwas zu sagen. Nur die Mehrheitsmeinung so eindeutig pro Flüchtlinge ist unter den jungen Leuten. Und wenn man die Balkanroute bereist, überall von Griechenland oder bereist hat im Herbst, dann eine Reportage geschrieben, die sehen überall junge Menschen, 18, 19, 20, 21 Jahre, die wie für unpolitisch gehalten haben, die aber, wo ich wirklich spüre, dass da eine Politisierung eintritt. Und weil sie spüren, dass wenn sie nichts tun, dann werden sie diese Freiheiten, die sie haben, dieses Gesellschaftsmodell, das sie genießen, das sie gut finden, dann ist das gefährdet. Und ich glaube, dass die Dinge leider noch etwas, wahrscheinlich noch stärker polarisiert werden müssen, noch mehr angeheizt werden müssen, aber dass wir keine andere Wahl haben, als auch diese Gegenöffentlichkeit, die sich also europäisch besteht, auch herauszubilden.